Im Rahmen unserer Aktion Kunden kaufen bei Kunden stellen wir Ihnen heute die Haager Kehrmaschine 677 Profi mit Elektroantrieb vor. Ja, hallo Frau Wirth, wir kommen ja jetzt zum Unboxing der Haager 677 Profi, die sogar akkubetrieben ist. Ja, schon beim Hinstellen der Kiste haben wir gemerkt, dass sie deutlich schwerer ist als das andere Modell 375, das handgeführt ist. Schauen wir mal, was drin ist. So, was haben wir denn da drinnen? Also als erstes wieder den Griff, sogar mit ergonomischer Form. Dann eine Bedienungsanleitung für die 677, 697 und 697 Plus. Und eine kleine weiße Kiste, ich vermute den Akku. Ladegerät, würde ich sagen. Ach, Ladegerät. Jawohl. Ausgestattet zu sein. Sehr gut. Ja, Herr Findling, dann ist nur noch die Maschine an sich. Dann schneide ich mal den Karton wieder auf. So, und da haben wir sie ja schon. Die elektrische Haager Kehrmaschine 677 Profi. Genau. Ich würde sagen, wir packen die mal aus. Jawohl. So, dann werde ich Ihnen wohl helfen müssen, sie rauszuheben. Sie geht. Gewicht ist machbar. Ein kleiner Blick nach unten. Lenkrollen, Bürste, Walze. Und da haben wir die Haager. So, jetzt müssen wir ja nur noch den Handgriff montieren. Genau, da stellen wir wieder. So, Frau Witt, jetzt müssen wir noch den Griff montieren. Genau. Der Griff kann in beide Richtungen montiert werden. Einmal für kleine Menschen wie mich und einmal für größere Menschen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir montieren den mal für meine Größe, wenn ich es gleich ausprobieren darf. Und so, ich mache wieder diese Seite. Ja, und jetzt wollen wir noch ein bisschen was über die Funktion wissen von dem Gerät. Genau, das Besondere an dem Gerät ist, dass es hier einen Widerhalter gibt. Und zwar ist die Funktion folgende: Wenn der Widerhalter nach unten gedrückt wird, kann man Ecken ausfegen oder Kanten. Und wenn er nach oben gezogen wird, ist er für gerade Flächen. Gut, das werden wir nachher auch mal ausprobieren. Genau. Und dann haben wir natürlich wieder die unterschiedlichen Höheneinstellungen, die es gibt. Wieder dieselben Stufe 1 für geringe Verschmutzung, flache Böden, 2 bis 4 dann für Laub und 5 bis 7 für starke Verschmutzung. Die Stufe 8 ist hier in dem Fall gedacht, wenn die Walzen stark abgenutzt sind, dass man einfach wieder einen Kontakt zum Boden hat. Ansonsten, wie auch die manueller Betrieb war noch, ne? Man, also wenn der Akku leer ist. Genau, wenn man vergisst zu laden, funktioniert sie trotzdem. Super. Jetzt wollen wir natürlich die Haager 677 Profi in live sehen und dafür haben wir den ganz speziellen Findling-Dreck mitgebracht, den wir jetzt mal wieder schön verteilen. Ups, das war viel auf einmal. Naja, harte Bedingungen. Thank you.
Wir beginnen mit dem Test der Stufe 1. Und nun probieren wir es mit Stufe 4. Und unseren letzten Reinigungsversuch machen wir auf Stufe 7. Was ist Ihr Ergebnis, Frau Wirth? Ja, die fegt ordentlich was weg, würde ich sagen. Also man sieht ja ganz toll den Unterschied, wo vorher noch der Dreck lag. Und wenn man einmal drüber fährt, ist ja schon fast alles weg. Also echt top. Also doch ein deutlicher Vorteil gegenüber der Handkehrmaschine. Ja, auf jeden Fall, würde ich so sagen. Ja. Also der Mehrpreis lohnt sich. Jetzt noch ganz kurz, auch da Kehrbehälter leeren. Genau. Da die Maschine ja elektrisch betrieben ist, haben wir hier noch entsprechende Filter, wohl zu den Motoren. Genau, die sind hier außen jeweils und können rausgenommen und gereinigt werden. Und ich glaube auch die Walze ist etwas größer als die von der Handkehrmaschine. Jetzt fehlt uns nur noch, wie man die Maschine richtig verräumt. Genau. Nach dem Leeren des Behälters kann da auch ein Filter eingesetzt werden. So. Und wir haben hier den Griff ja schon ganz oben. Das heißt, die kann auch einfach wieder verräumt werden, dass keiner drüber stolpert. Kopf angehauen. Aber auch für Sie tragbar gewesen. Ja, so schwer war sie nicht, das stimmt. Sehr schön. So, und das war das Unboxing der Hager Automatik-Kehrmaschine mit Elektroantrieb. Das Modell 677 Profi mit den Wälzlagern von Finting Wälzlager in den Antrieben, Kehrwalzen. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren. Und vielleicht inspiriert Sie das, unser Sonderangebot für diese Maschinen in Anspruch zu nehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen.